Servus Monster Freunde, heute zeige ich euch drei Full Burst Gunland Endgame Builds. Sind extrem stark, seht ihr auch hier schon im Video, bleibt auf jeden Fall gespannt. Hier seht ihr jetzt das erste Gunlands-Bild, extrem stark, ist mit der Rathian Gunlands, die kennt man schon, aber das Bild ist upgedatet und nochmal ein gutes Stück stärker. Ich kämpfe jetzt hier gerade gegen Kruschala und das Teil geht schon richtig gut ab, das werdet ihr gleich sehen. Auf der linken Seite seht ihr die Rüstungsteile, die ich verwende. Wir haben die Kaiserkrone Gamma, dann haben wir die Kaiserin Brustpanzer B und dreimal Xeno Gamma. Xeno dreimal haben wir deswegen an, um eben den Schärfeverlust zu halbieren, denn wenn wir die ganze Zeit die Fiolen raushauen, die Schüsse, dann geht die Schärfe schon sehr schnell in den Keller und das müssen wir natürlich irgendwie verhindern, sonst sind wir die ganze Zeit am Schärfen oder machen eben keinen Schaden mehr und deswegen ein Dreier Xeno wegen dem Schärfeverlust und top gibt eben Xeno Gamma auch noch sehr viele gute Boni und gleichzeitig auch sehr große oder kleine Slots und so können wir uns einen netten Bild zusammenbauen. Ihr seht auf der rechten Seite die Gunlands, die ist einmal falsch augmentiert und zwar die Angriffsaugmentation nehmt ihr bitte raus und macht die Gesundheitsaugmentation drauf, so um einiges besser, denn ihr könnt euch mit den Schlägen sowas von krass nach oben heilen, denn ihr macht mit der Gunlands so hohen Schaden, dass ihr ja eigentlich da auch nicht sterben könnt, wenn ihr die ganze Zeit draufklopft auf das Monster. Rechts seht ihr auch den Angriff, 483 Punkte, wir haben ein bisschen weiße Schärfe, ist jetzt nicht wirklich wichtig, die geht sowieso gleich weg, relativ schnell. Man könnte auch eins austauschen, das sage ich dann gleich, oder gebe ich dann gleich einen Tipp drauf. Wir haben 40% Affinität, was wirklich richtig gut ist. Und das Element mit Gift eben geht auch richtig ab mit 410 Punkten. Hier seht ihr jetzt die einzelnen Fähigkeiten und was ich wo drin habe. Wir haben 4er kritischer Blick, 3er Giftangriff, sehr wichtig. Kritischer Boost auf 3, Schwächevorteil auf 3, Handwerk und Top auf 3, dass wir eben ein bisschen mehr blaue Schärfe haben. Wir haben Höchstleistung auf 3. Dadurch, dass wir mit der Gunlands eben sehr viel Schaden machen, können wir uns auch immer wieder hochheilen. Dann ist das richtig geil, wenn man ein bisschen mehr Angriff hat. Artillerie auf Stufe 3 extrem wichtig. Und Kapazität, Boost braucht man ebenfalls unbedingt. Was ihr jetzt an dieser Stelle noch tauschen könnt, ist, dass ihr zum Beispiel einen kritischen Boost zum Beispiel rausnimmt oder das makellose Juwel und dafür eine Schutzpolitur rein. Umso länger oder habt ihr eben eine Minute länger weiße Schärfe. Hier seht ihr jetzt ein Bild mit einer ganz neuen Gunlands und zwar die Kia-Brecher-Lähmung Gunlands. Die ist von der kampfgehärteten Kulf, eine extrem gute Gunlands. Wir haben hier Lähmung mit drauf, die Monster sind dann 2 bis 3 Mal im Kampf gelähmt, was den Kampf natürlich einfacher macht und wenn das einer dabei hat, ist es nie verkehrt. Die Gunlands natürlich auch wieder auf Gesundheitswiederherstellung augmentieren. Ihr seht auf der linken Seite, welche Rüstungsteile ich verwende, ist von den Rüstungsteilen soweit gleich. Wie beim ersten Bild, den ihr jetzt gerade gesehen habt, wir haben hier die Kaiserkrone, Kaiserinnenpanzerung B und dann 3 Maxeno, um dem Schärfeverlust entgegenzuwirken. Und wir haben ja hier wirklich sehr viel blaue Schärfe und ja, die geht normalerweise nicht weg. Wenn man wirklich ein gutes Team hat oder gut alleine kämpft, bleibt normalerweise die blaue Schärfe behalten. Ihr seht, auf der rechten Seite haben wir eine 40er Affi mit diesem Bild, ist natürlich wieder richtig nice. Der Diablos ist auch gerade gelähmt und eben 440 ja, Lähmpunkte, die arbeiten schon richtig gut. Schauen wir uns kurz ja die Juwelen an, dass ihr wisst, welche ich eingebaut habe. Hier seht ihr es jetzt und zwar haben wir einen 6er kritischer Blick, um eben auf diese hohe Affinität zu kommen. Wir haben einen 3er Lähmungsangriff, kritischer Boost Stufe 3, Schwächevorteil Stufe 3. Hier auch wieder die Höchstleistung auf Stufe 3. Wer das nicht möchte, kann es natürlich tauschen, aber normalerweise ist man immer ja full life. Oder kann sich eben sehr schnell wieder nach oben heilen. Wir haben Artillerie Stufe 3, sehr wichtig, um eben nochmal die Schüsse nach oben zu buffen, dass wir da nochmal mehr Schaden raushauen. Und natürlich auch ein Kapazität Boost Juwel, dann haben wir nochmal einen Schuss on top extra. Was ich jetzt vorher nicht erwähnt habe, natürlich können die Schüsse nicht kritten, aber trotzdem die anderen Schläge sind vom Schaden ultra krass und machen sehr hohen Schaden. Deswegen boosten wir natürlich hier auch noch den Crit nach oben. Und ja, auch den Crit-Schaden, dass die anderen Schläge halt nochmal mehr Schaden austeilen und so läuft dieser Build schon richtig gut. Hier haben wir jetzt das Allrounder-Gunlands-Build, extrem stark, wir haben hier kein Element drauf, deswegen Allrounder, man kann es bei jedem Monster benutzen. Wir haben hier die Tarot-Brecher-Schlaf, das ist eine ältere Kultwaffe, die könnt ihr aber aktuell immer noch bekommen.
Und wir haben eben hier das versteckte Element, einen sehr hohen Grundschaden mit 437 Punkte, kommen sogar mit Handwerk ein bisschen auf weiße Schärfe, eine Nuller Affinität und wie gesagt immer auf Gesundheitswiederherstellung augmentieren, denn da könnt ihr euch richtig schön nach oben heilen. Auf der rechten Seite seht ihr dann die Erntwerte, 515 Schadenspunkte, wie gesagt die weiße Schärfe, wir kommen auf eine 25er Affinität. Links haben wir die Rüstung, die ist somit wieder gleich wie bei den ersten zwei, Kaiserkrone Gamma, Kaiserin Brustpanzer B und dann eben 3 Maxim, um auch hier wieder dem Schärfeverlust entgegenzuwirken. Schauen wir uns ganz kurz die Juwelen an. Hier könnt ihr natürlich auch nochmal ein paar Sachen abändern. Die Fähigkeiten sehen jetzt wie folgt aus. Ein 6er kritischer Blick, ein 3er kritischer Boost, 3er Schwäche, 3er Handwerk, wieder Höchstleistung mit dabei. Wer das nicht mag, kann es natürlich auch umbauen, zum Beispiel auch eine Schutzpolitur rein. So habt ihr eben länger weiße Schärfe, 3er Artillerie, um wieder den Schussschaden zu erhöhen, Kapazität Boost, um einen Schuss mehr zu haben und eben ganz wichtig das Nicht-Element Boost, um den Schaden da eben auch noch zu erhöhen, denn wir haben kein Element mit drauf. Das war's jetzt hier soweit vom Video, sind drei richtig geile Full-Burst Gunlands Builds auf maximalen Schaden, macht extrem Spaß die Monster da wegzuballern, gerade wenn man mit dem YB Angriff auf den Kopf drauf trifft, werden die schon wirklich sehr oft außer Gefecht gesetzt, liegen dann auf dem Boden, seht ihr auch immer wieder bei Theo. Ist schon wirklich eine sehr geile Waffe. Hat auf jeden Fall etwas länger gedauert, bis jetzt die nächsten Builds rauskamen. Dank geht an Veya, der mir diese Builds hier gezeigt hat. Das war soweit vom Video. Schreibt mir in die Kommentare, ob das euch so gefallen hat. Ist ja jetzt ein bisschen anders aufgebaut, das Video. Ihr seht ja im Hintergrund immer ein Fight. Im Vordergrund blende ich ja jetzt die einzelnen Rüstungsteile ein, etc. Oder möchtet ihr lieber die alte Variante haben? Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Dann weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. Das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Wer mehr sehen will, kann gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Da findet ihr alles rund um Monster Hunter World. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.